Hallihallöchen ihr da draußen, ich bin's wieder, euer SubSub hier und willkommen zurück zu einer neuen Folge von PandaSkins. Nicht vergessen, das Ganze ist sponsored. Gambling ist ab 18, fang gar nicht erst an, wenn ihr nicht drin seid. Wenn ihr mich dabei aber unterstützen wollt, wenn ihr natürlich schon gambelt, drückt unten in der Beschreibung einmal auf den Link. Dort ist auch wieder ein lieber Promo-Skin-Code für euch drin, wo ihr bis zu 20% Deposit-Bonus bekommt. Und hier hat sich einiges getan. Natürlich, wir haben unsere Daily Card, wo wir schön was aufmachen können und wieder einen schönen 12 Cent Skin bekommen. Ihr habt jetzt hier, für alle, die jetzt neu auf die Seite kommen und sagen, ja, ich bin ein bisschen afraid for gambling, ich weiß jetzt nicht, bekommt ihr hier eine kleine Balance, dass ihr die Seite ausprobieren könnt. Ihr müsst das Ganze, glaube ich, wagern. Dann könnt ihr euch sogar auscashen, wenn ihr Glück habt. Ja, es kommen hier gerade stetige Updates. Also, PandaSkins probiert sich aktuell an sehr viel Neues ran. Was uns interessiert, sind immer wieder die Battles, wo ich auch schon die Info bekommen habe, dass derzeit die Bots ein bisschen, ja, langsam noch unterwegs sind, aber who cares? Deswegen ganz easy, ja, Zweier mit der Eule. Wir haben auch immer unsere krasse Balance vom großen Battle. Ich weiß noch nicht, was wir damit anfangen. Wir werden auf jeden Fall High Battles machen jetzt ein bisschen auch, dass ihr da ein bisschen das Gefühl bekommt, wie sind die größeren Kisten, wie sind die kleineren Kisten. Ihr kennt das ja, ich teste gern für euch durch, ich mache da kreuz und quer, ich kenne da keinen Stopp. Aktuell gibt es kein Event übrigens, das ist jetzt abgelaufen. Wir warten noch, bis die Vergabe fertig ist und dann, glaube ich, kommt auch schon wieder ein neues Event. Wo ich gespannt bin, weil Panda wirft ein Event nach dem anderen, Bandabot 2 ist auch schon da. Schauen, ob wir gewinnen oder ob er uns abzieht. Oh, oh. Ich hätte auch die Vulcan genommen. Wäre auch ein schöner Skin gewesen. Oh, die Fuel Ejector. Und eine Vulcan. Okay, die ist nicht so seine. Okay, wir haben noch ein kleines Lied. Oh, wir bauen uns jetzt ein Lied auf. Sehr schön. Könnte das? Oh, die Wildfire ist auch nicht bad. Mehr wert wie sein Knife. Okay. Also die Eule, ich sag's euch, wie es ist. Die Eule ist es. Au, okay. Mit dem weiß ich jetzt nicht, ob wir noch im Lead sind. Jetzt sind wir auf jeden Fall nicht beim Lead. Eieiei. Da kracht's gerade rein. Das ist nicht das, was ich sehen möchte. Aber jetzt haben wir's verloren. Jetzt ist weg. Jetzt ist weg der gute Win. Oh, oder? Oder wir bekommen noch ein Marble Fade hinterher. Okay. Da schauen wir jetzt mal. Hier haben wir noch. Ja, hier. Oh, es waren aber da nur 20 um. Aber okay. Gutes Battle. Er hat's trotzdem. Aber ein gutes Battle. Da war das Glück nicht mit uns. Whatever. Das heißt, wir gehen mal wieder zu unserer beliebten Snakebite. Öffnen die einmal. Weil ohne Snakebite ist es kein separates Video. Und schauen uns ein bisschen um, weil wir sind auch schon wieder bei 50k Äpfel. Bald haben wir wieder die 100k, dass wir da auch eine dicke Case aufmachen können. Du könntest auch nach dem Bowie kommen. Da, die Gun hier hätte ich mir echt super gerne mitgenommen. 311, das selber direkt. Was könnten wir uns noch für Kisten angucken? Die Kamel kennt ihr ja schon, die ist ja auch neu. Ja, Knife Gloves Case, die sind so und so. SLP Case. Einmal ein 10er auf Open. Schauen, ob unsere Kiste uns mal wieder was gönnt. Oder ob sie sagt, Cypress, geh einfach. Geh und such dir eine andere Case. Oh, das sind die Gloves. Komm, zieh, 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 zieh. Kein Boxenstopp. Bitte zieh rüber. Ach, schade. Da war der Boxenstopp. Das hätte schön sein können. Cypress, das hätte schön sein können. Aber wir versuchen es nochmal so. 41, okay, du gönnst gerade ein bisschen zurück. Ja, jetzt gönnst du nicht mehr zurück. Einmal gebe ich dir jetzt noch den Try. Ach, 22 auch, schade. Ah, deshalb ist der gönnt nicht. Das heißt, wir werden jetzt noch einmal ein kleines Battle machen. Mit der Eule, dem Panda Firehorse und die Snakebite. Machen das Ganze auf einem Dreier. Schauen, vielleicht haben wir ja das Glück. Wie gesagt, ich halte aktuell so die Folgen ein bisschen kürzer, weil ich sehe, kürzere Folgen interessieren euch mehr. Die guckt ihr ein bisschen mehr wie die längeren.
Ihr könnt auch wirklich, wie gesagt, unten mal in die Kommentare gerne eure Meinung schreiben, ob ihr lieber so ein bisschen mehr Bustle-Press haben möchtet oder sagt, Junge, straight rein da, kurz, knackig, gib uns geilen Content. Eure Entscheidung, ich bin für alles offen. Ich hoffe einfach nur, dass ich die Battles jetzt gewinne. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Battles komplett verlieren möchte ich sie natürlich auch nicht. Wäre jetzt auch nicht so das, was ich mir wünsche. Deswegen probieren wir jetzt auch mal mit dem Battles ein bisschen was zurückzuholen und nicht immer nur einzustecken. Ich meine, das Gute ist, Bustle Press kann kommen, während wir auf die Bots warten. Weil das dauert immer ein bisschen länger. Die haben hier ein bisschen, die müssen immer so Inventar verkaufen, müssen sich ihr Inventar angucken, weil von Bandabot 3 ist dann ganz schlimm und Bandabot 1 auch. Ich habe beide als Gegner, das ist fürchterlich. Aber ja, man muss halt einfach sich mit den Bots anfreunden. Und das waren jetzt echt keine guten Pulls. Aber es kann noch besser werden. Stiletto Knife ist auf unserer Seite. Ja, come on. Au, au. Oh, oh, okay. Ich nehme alles zurück. Heilig. Oh. Okay. Hm. Noch ein krasses Ticket, bitte. Ah. Oh, okay. Hm. Last Cased. Hm. Das lauter, das war's. Und jetzt geht er in die Höhe. 613. Aber ich muss sagen, alle eigentlich recht gleich auf. Keiner das Bett allein zurückgeholt. Ja. Nee, da müssen wir einmal ein Dreier Panda open und dann gehen wir nochmal ein Upgrade rein. Weil wir haben hier immer so viele so viele Möglichkeiten. Das ist so cool. Aber wie gesagt, die Bots, die sind heute wieder ganz. Wo gehst du hin? Gehst du zum nächsten noch? Na, okay. 197 nehmen wir mal mit. Nicht Battles, Skin Dice. Wir probieren jetzt das Ganze schön mal 10. Hochkommen auf die 9000. Ja, der hat direkt funktioniert. Dann hätte ich gesagt, hier auch mal 10. Komm ich nochmal hin? Oh, knapp. Und jetzt kommt, aber da machen wir nur einen. Oh, Capsis an. Mal 4er rein. Oh, okay. Da hat er mich schon gefickbringt. Schade. Dann bist jetzt du dran. Mal 10. Let's go, komm. Ah, ich sehe keine 9. Das war's leider. Schade. Gut, auch ein Bruch muss mal passieren. Und da hätte ich gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, der Cypress rockt Bandaskins. Nicht vergessen, auf den Link zu drücken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.